Das Gefühl grenzenloser Freiheit unter dem weiten Azurblau des Himmels und die Lust auf neue Abenteuer. Carlos André Cooking for Friends setzt wieder die Segel und legt ab zu noch unentdeckten Ufern des Geschmacks. Mit an Bord die neue Zigarrenkreation Carlos André Cast of Toro. Das Abenteuer heißt für eine Gruppe deutscher Publikumslieblinge das geheimnisvolle Montenegro entdecken. Mit dem Lovtsen Nationalpark, der Weltkulturerbestadt Kotor und dem entspannten Luxus im Hotel The Chedi Luštica Bay. Chedi ist für mich ein Dorf in einem Dorf mit einem wunderschönen Hotel. Es ist Luxus. Ich finde die Farben sehr schön, die das Chedi hat. Ich finde das Personal sehr gut und wir haben uns rundherum hier wohlgefühlt. Man kann hier wahrscheinlich ganz bequem 14 Tage, 3 Wochen aushalten und kann man so Tagesausflüge machen, kommt immer wieder her, hat all den Luxus, hier fehlt es an nichts. Es hat einen ganz eigenen Charme, der Hafen vorn dran, die schönen Boote, dieser weite Blick, den man hier auf die Adria werfen kann. Es ist sehr, sehr gelungen, es ist sehr, sehr edel, es ist einfach eine ganz großartige Location. Montenegro ist noch recht unberührt, probiert sich selber noch ein bisschen aus, findet sich auch noch ein bisschen. Und das passt so zu uns als Destinationsentwickler ganz gut. Wir machen ein Ganzjahreszielgebiet daraus. Diese wunderschöne Altstadt, Bucht von Kotor, Weltkulturerbe und Weltnaturerbe. Wenn du das ein bisschen erleben willst, dann ist es eigentlich gar nicht so schön im Sommer bei 30 Grad. Das ist nämlich schlicht und einfach zu heiß. In den Monaten Dezember, Januar, Februar hast du dann das richtige Wetter dazu. Und das wollen wir gerne unseren Gästen so ein bisschen näher bringen. Man merkt, dass die Leute hier wollen, dass sie Gäste empfangen wollen. Und zwar ist mein Eindruck nicht nur als touristische Attraktion, sondern einfach auf und einer bestimmten Weltoffenheit. Kann nur jedem empfehlen, das mal zu besuchen. Das Wasser ist so blau, wie ich noch nie ein Wasser gesehen habe, tatsächlich. Das ist unglaublich, dieses Adria-Blau. Überall, wo wir jetzt gewesen sind, waren sie nett, zuvorkommend. Und ich würde Montenegro wünschen, dass sie mehr Tourismus bekommen, aber auch, dass sie nachhaltig bleiben und grün. Ist dir heute nach Meer, du willst baden, gehst du ans Meer. Ist dir nach Bergwandern, kannst du das hier genauso gut machen. Die Menschen sind wahnsinnig gastfreundlich. Also ich finde es hier total schön. Ich habe ja gestern eine große Tour gemacht. Ich bin wirklich überrascht, dass so viel Schönheit auf einen Haufen. Das ist so ein schönes Land. Reisen bedeutet, wenn ich es auf den Punkt bringen will, es ist eine Form von Freiheit. Ich bin auf mich selbst gestellt und ich könnte machen, was ich will. Reisen bereichert. Wichtig ist bei Reisen nicht einfach irgendwo schnell hinzukommen, sondern wirklich die Augen aufzumachen, die Ohren aufzumachen, Nase, Geschmack, alles etwas wahrzunehmen. Ich reise am liebsten, wenn ich arbeite. Das heißt, ich habe viel auch die Welt bereist, indem ich gedreht habe irgendwo. Die Orte, an denen man dann als Tourist hinkommt, das hat immer etwas, ein bisschen was Künstliches für mich. Und ich mag gerne, wenn ich in einem Land bin, wenn ich ein Teil der Gemeinschaft bin, wenn man dort arbeitet. Ich arbeite gerne, ich stehe gerne auf der Bühne. Ich habe diese Aufgabe und auch dieses Privileg, Familie zu haben, das habe ich genossen. Und ich glaube, das ist auch das Keyword für überhaupt fürs Leben, wenn du Dinge wirklich genießt. Also wenn du sie annimmst, von Herzen möchtest und von Herzen gerne tust. Ich bin in einem Beruf, wo Beruf und Privat eigentlich nicht zu trennen ist. Und wenn ich das nicht genieße, würde ich ja mein Leben nicht genießen. Wenn man im Leben so glücklich ist, optimistisch und sagt, ich versuche das Beste aus allem zu machen, genießt man auch mehr. Und wer genießen kann, der ist für mich auch ein glücklicherer Mensch. Wichtig ist im Leben zu arbeiten, um zu leben, aber nicht zu leben, um zu arbeiten. Nütze jede Gelegenheit, wo du Genuss ausüben kannst, denn es ist eh schneller vorbei, als man denkt. Genuss hat mit Lebensfreude zu tun und ich kann nicht genug genießen. Es ist ein Genuss, zu sitzen,
nichts tut weh und du guckst zurück und denkst, ist eigentlich alles in Ordnung. Und dazu muss Sonne sein. Das ist allerdings richtig, natürliche Wärme. Genuss ist ja sich darauf freuen, also auf den Moment, dann in der Lage sein, den Moment zu genießen und dann in der Erinnerung nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern dankbar dafür sein, dass es war. Wir können immer nur den Moment genießen und das Leben besteht ja nur aus Momenten. Egal wo ich bin, kann ich immer schauen, dass ich eine bestimmte Lebensfreude oder eine Art von Genuss implementiere. Genuss geht für mich nur, wenn ich ganz präsent im Hier und Jetzt bin. Ich glaube, in unserer Gesellschaft werden wir so getrieben, dass wir Zeit gar nicht mehr wahrnehmen. Wir sind immer schon in der Zukunft. Und einfach das Jetzt bewusst wahrzunehmen, Natur wahrzunehmen, Freunde wahrzunehmen, den Moment des Essens wahrzunehmen. Essen ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich koche wahnsinnig gerne. Wir setzen uns dann hin. Es muss schön sein mit Kerzen, auch manchmal mit Freunden. Ein gutes Glas Wein, schöne Zigarre nachher. Das ist so Genuss. Cooking for Friends ist für mich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Einfach Spaß zu haben, neue Rezepte kennenzulernen, einfach mit lieben Menschen zusammen zu sein, Erfahrungen, Erlebnisse zu sammeln, von denen man ganz, ganz lange zehren kann. Wenn ich koche, koche ich eigentlich alleine. Insofern ist das hier was Besonderes. Hier koche ich mit zwei Menschen zusammen, die ich ja ganz gut kenne, den René Meinersdorf und den Jochen Busse. Wir sind ja beide eher so von der lustigen Abteilung. Wir blödeln viel. Wenn ich schon gucke, dann gucke ich ja immer zu zweit. Ne? Also, oder ich mache es alleine. Aber bei dieser Konstellation muss ich sagen, das sollte man öfter machen. Das ist ja toll. Der Robby, der mich ja nun aufgefordert hat, mitzukommen, der hat einen guten Trick. Den habe ich ihm jetzt abgeguckt. Er lobt, während er kocht, schon das Essen. Auch wenn was nicht ganz so geglückt ist, kannst du nicht sagen, du, das ist ganz, nicht ganz so geglückt. Du kannst sagen, also für diese Menge, die du da isst, ist das hervorragend. Du hast völlig recht. Wunderbar. Ich halte Kochen einfach für eine sehr kontemplative Angelegenheit, die einen ausgleicht. Ich habe auch oft abends gekocht, ohne es zu essen, nur um den Kochvorgang zu haben. Dann erst am nächsten Tag gegessen. Es ist witzig gewesen, wie sich dann auch so Kollegen verhalten, wenn es dann darum geht, etwas zu kreieren. Es ist natürlich immer der Gott der Küche da, der Chefkoch, der dann kommt und alles so mit links macht und versucht, ihm das nachzumachen. Und ein bisschen Erfahrung hat man ja im Kochen, aber es ist schon toll zu sehen, wie aus ein paar Dingen jemand etwas zaubert. Es war etwas Besonderes. Eine tolle Truppe. Nur müssen sie noch ein bisschen mehr lernen. I really enjoyed. I hope that they enjoy also. Tatsächlich darf man hier an diesem Ort sein und das alles mal erleben und genießen. Und das finde ich toll und meine Mitstreiter finde ich toll. Und ich freue mich auf den Abend, wenn wir dann gemeinsam essen. Ich rauche seit über 50 Jahren Zigarre. Es ist nach wie vor eines der für mich beruhigendsten Tätigkeiten. Zigarre rauchen verbinde ich auch mit Meditation, mit in die Gegend schauen und Landschaften genießen. Ich rauche etwa 15 Zigarren im Jahr und das wirklich nur zu ganz besonderen Gelegenheiten, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es mir verdient, etwas zu genießen. Also nach einer gelungenen Premiere vielleicht oder nach der Begegnung mit einer interessanten Frau. Das sind Momente, die mir dann erlauben, eine Zigarre zu rauchen. Ich verbinde das auch mit einer Pause und mit einem Wahrnehmen und mit einer Entspannung. Und dann ein leckeres Glas Wein und eine Zigarre ist natürlich sexy. So in schöner Runde sitzen, guten Rotwein
Und es kommt einer mit einer Zigarre, also ich muss sie ja nicht zu Ende rauchen, aber das ist dann schon. Und dann genieße ich es besonders, was ich als junger Mann schon geübt habe, eben Ringe zu blasen. Ne? Und dann zu singen, das sieht eigentlich gut aus. Eine Zigarre rauchen ist so wie ein Ritual. Und Rituale, da freut man sich auch drauf. Meine persönliche Erkenntnis nach diesem schockierenden Pandemie-Wahnsinn ist tatsächlich zu merken, dass viel mehr Menschen sich wieder bewusst werden, wie wichtig es ist, Freunde zu haben, Werte zu leben und dass die kleine Welt in Ordnung zu haben. Wir müssen lernen, dass wir mit allem, was wir hier auf dieser Erde haben, auch vorsichtiger und gewissenhafter umgehen. Meine Liebe zu diesem Planeten und zu Mutter Erde ist in dieser ganzen Zeit noch mal vertieft worden. Ich gehe noch mal sehr viel bewusster durch die Natur. Ich gehe morgens barfuß über die Wiese. Und wenn ich durch den Wald gehe, weil ich einen Hund habe, dann umarme ich auch manchmal Bäume. Das Erste, was ich mache, wenn wir aus dem Ganzen rauskommen und aufatmen können, dann möchte ich unbedingt alle Freunde wiedersehen, alle wieder umarmen und sagen, hey, wie schön ist das doch, dass wir uns so haben. Da gibt es so einen Spruch, den ich toll finde. Wir alle sind Engel mit einem Flügel. Und wir müssen uns umarmen, um fliegen zu können. Man merkt ja erst in der Not, im Mangel, wie dankbar man für das normale Leben sein kann. Ich hätte mir nie ausdenken können, dass man nicht mal auf einer Bühne auftreten kann. Ja, vielleicht, weil ein Haus abgebrannt ist oder was renoviert werden muss, aber dass alle nicht mehr auftreten können. Auch nehme ich das wieder mit in mein Leben, in weiteres Leben, dankbar zu sein, dass jetzt vielleicht eine sogenannte Normalität wieder eintritt. Also ich wünsche, dass die Kulturschaffenden wieder voll schöpfen können und vielleicht auch in der Zeit der Pandemie neue Ideen entwickelt haben. Und dass die aber dann auch ein Publikum haben und dass das Publikum jetzt auf einmal nicht zu Hause bleibt, weil es noch angstvoll irgendwo sitzt und sich noch nicht traut. Ich hoffe, dass wir gut arbeiten werden im Sommer, dass die Gäste schätzen werden, dass wir unser Bestes für sie geben, damit sie sich sicher fühlen und das Gefühl haben, nach Hause zu kommen. Du kannst Dinge, wenn du sie wertschätzt, kannst du dich darüber freuen, dass zwei Schwäne im Hofgarten in Düsseldorf auf dem Wasser sehr dämlich miteinander umgehen. Du siehst viel Menschliches drin. Und auch diese Arroganz, die da du denkst, ach, guck mal, das ist doch der. Und das nimmst du mit nach Hause. Und das ist die Freude am Tag. Und am nächsten Tag passiert wieder so eine Kleinigkeit. Und dann kommst du über diese Pandemie fabelhaft hinweg. Und damit schläfst du auch ein abends. Das ist wichtig. Gut einschlafen. Thank you.